das ist einer von den geilsten Momenten, den ich gerade erlebt habe. Alter, das ist so nice. Alter, wir haben so gehypt. Und dann geht einfach Nati. Alter, congratulations. Guten Morgen, heute ist Swiss Influencer Award. Ja! Ich bin nominiert bei der Kategorie Lifestyle. Das ist mein Outfit, kannst du mal filmen? Film es. Danke, danke fürs Filmen. Da ist das Kaufleute. Es schifft und ich habe mir Locken gemacht. Oh, und es hat eine riesige Schlange und die Hälfte von meiner Gruppe muss pissen. Es ist wirklich ein Vibe da. Hey, da ist die Can. Die Can ist auch da. Du musst ihnen nicht Nasenlöcher filmen, gell? Guck mal, wer da ist. Guck, du kleine Schlange. So, jetzt geht's Fötterli. Das ist der rote Teppich von da. Übel krank. Was meinst du? Ja, ich finde es auch geil. Richtig geil. Ja, nice. Ich habe Fürcht. Ich auch. Ich bin verloren und hat Nati verloren. Wie findest du den Event? Stucki, was haltest du von dieser Party? Wow! Ist das Mark Forster? Mark Forster, bist du's? Nein, heute nicht. Schade. Shame on you. Wenn du uns nicht kennst, Lil Toro Young Chang, seht die Welt im Anstand. Alles ist verkehrt und wir verlieren unseren Anstand. Laufen durch die City. Okay, ich bin allein. Geil, wer gewinnt? Es liegt zwischen deinen Zähnen. Nati Style. Nati, du gewinnst. Nati, we go for you. Habe ich jetzt zwischen den Zähnen? Gibt es einen Vlog? Ich will auch mit allen eigentlich ein bisschen rumschlecken. Die Suche nach der Nati geht weiter. Da ist sie! Oh, das ist nur Alkohol! Da ist sie! Da ist sie! Ich habe sie gefunden! Danke! Wie lange es gegangen ist. Wir sind noch gefragt worden, ob wir bei 20 Minuten dort auf die Couch wollen. Spock, kommst du mit, bevor du betrunken bist? Ich will zuerst ein Glas Alkohol da. Wir sind jetzt an meinem Tisch da. Und das sind so Bilder von mir. Hi, Mom! Wer ist der Patrick? 12 Sekunden später. Patrick! Patrick! Bravo, Patrick! Du kannst immer fahren! Bravo, Patrick! Das habe ich ehrlich nicht erwartet heute mal. Yeah, congrats! Woo! Wie viele Gläser hast du schon gehabt? Nicht fragen. Jetzt kommt die Kategorie Comedy! Und ich kann nicht sagen, wer ich bin, weil ich kann alle gerne. Das ist alles super. Es ist Marino gegen Saturday and Sunday gegen Jan Gustav. Alter, ich habe gerade gecheckt, wenn man gewinnt, dann muss man da vorne gehen und eine Rede halten. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Es war da. Sie ist mit mir nominiert. In 2022, her following has more than tripled, and she now has almost 250,000 followers. It's chance like chats from my family chat that her followers can't get up. The winner of the 2022 Smile Swiss Influencer Award in the category Lifestyle is... Zum MTV Award! Danke! Ich bin mega voll gesehen. Ich hab's gesagt. Vorhersager ESS. Alter, du hast fast einen Korb gegeben. Alter,
sagen, es war wirklich crazy. Meine Stimme ist weg, und Chance ist auch weg. Er hat zwar morgen seinen ersten Auftritt. Perfekt, sag mal etwas. Genau, es war richtig, richtig hart. Ich habe so gewonnen und der Can spritzt zuerst mal den huren Champagner die ganze Bühne um und einfach alle am Schreien. Nein, wirklich, Alter, der Abend, das ist, glaube ich, fast das Highlight von dem Jahr. Das war crazy, was alles passiert ist. Vor allem jetzt kann ich den Vlog nennen. Ich habe gewonnen. Ja. Letztes Jahr musste ich nennen, ich habe verloren. Oh, ich bin zuhause angekommen und ich weiß nicht, wie lang und fest ich auf den Moment gewartet habe. Oh, ich muss wissen, für mich ist das echt etwas mega Spezielles. Also ich bin wirklich... Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Pokal gewonnen. Okay, ich bin in der Meiterung und habe so eine Mitleidsbrosche bekommen, weil ich absolut nichts erreicht habe in meinem Leben. Und gerade so Social Media, so das, was ich so gerne mache, was meine Passion ist und alles. Ich wüsste nicht, wie viel Freude und Dankbarkeit ich in mir reingehört habe. Für mich ist das echt überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich würde jetzt gerade so gerne mein so 16-jähriger Ich, der angefangen hat mit YouTube umarmen. Aber ja, ich muss sagen, das ist jetzt genug mit Sentimentalität und alles. Ich muss sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Nati Lifestyle gewinnt!